Ja, hallöchen. Willkommen zurück hier bei mir, Mr. Steve Rehwan, zu einer kleinen neuen Aufnahme, zu einer neuen kleinen Aufnahme. Wir spielen Cards Against Humanity. Mit dabei sind so ein paar andere Menschen hier noch. Hier sehe ich ja gerade hier den, jetzt zeige ich hier auf dem Bildschirm, sieht gar keiner, Abrax, JK, Deadwolf und Gregor Gysi ist auch dabei, mit dem zocken wir immer. Fand keiner lustig. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal so ein bisschen und wir haben das Spiel noch nicht so oft gespielt, also wir sind noch so ein bisschen, ja gut, unbefleckt nicht mehr, aber ihr wisst schon. Achso, wer fängt aber? Achso, du fängst an. Ja, als ich letzte Mal einen Vortrag über Pokémon gehalten habe, bin ich von der Schule geflogen. Ich hab grad kurz überlegt, ob ich was schreiben soll, aber nee, da lass ich mir noch Zeit ein bisschen. Willst du deine 99 Black Cards nicht verschwenden? Ja, genau. Den Timer haben wir auch nicht gut. Ja, machen halt zwei schnelle Antworten. Ach komm. Und zwei langsame, dann ist es auch wieder dabei. Ja, schön. Dann fangen wir mal an. Als ich einen Vortrag über ein tödlicher Schwanzhieb in den Winter gehalten habe, bin ich von der Schule geflogen. Ich frage an die Bildung. Ja, wo ist das passiert, würde ich jetzt den Redner fragen. Ich habe leider nur den Vortrag gehalten, ich konnte leider keine PowerPoint abspielen. Schade. Mein zweites Thema war dann übrigens auch ein Vortrag über einen Juden in der Jamulka kacken. Okay. Was ist Jamulka? Klingt wie ein Milchprodukt. Jeder von euch, der entsprechende Leger wird sich hinterher recht fassen. Der was? Der entsprechende Leger wird sich hinterher recht fassen. Gibber, die so. Ach so. Als nächstes habe ich natürlich einen Vortrag über das fette Kind, das immer ins Tor muss, gehalten. Das kann eigentlich nur von Svenny kommen, weil ich denke, das ist die Story of my life. Das werde ich so nicht auf mir sitzen lassen. Aber als letztes habe ich natürlich ebenfalls einen Vortrag über Hermines engen Schlitz gehalten. Sowas versaut mir immer alles. Warum? Da frecht er mich, warum? Ich habe ihm nichts getan. Also, muss sagen, zu mir passt am allerbesten und am vorstellbarsten das. Hey, gar nicht. Ja, geht doch gut los, super. Und auch noch falsch eingeschätzt. Das hättest du nicht von mir gedacht. Ja. Nee, also das würde Svenny ja auch nicht lieben, weil es ja eigentlich wirklich von ihm kommen könnte. Dann wüsste schon jeder, ja. Jetzt wird gar nicht mehr vorgelesen, alles klar. Was macht Sven auf jeden Fall geil? Ach nee, Moment, wir wollten ja die Namen verwenden. Abrax, genau. Was macht Abrax bei den Abrafaxen auf jeden Fall geil? Okay, es geht schon richtig los. Wo ich schon wieder ein paar Karten rausschmeißen könnte. Ah, Mist. Jetzt wollte ich noch mehr rausschmeißen. So, was macht mich auf jeden Fall geil? Asitoni? Hängen geblieben. Was macht mich auf jeden Fall geil? Hast du den neuesten Adam Sandler Film in einen Adam Sandler ein Chili Cheese Nugget verliebt? Ist das auf irgendeinen Film bezogen? Der macht einfach nur Scheißfilme. Ja, es ist immer so ein bisschen.
Napalm, sehr schön. Nice. Lass den Ungeborenen der Schwester mal ein High Five geben. das macht dann so. Aber so, aber genau so. Oh. Ja. Ja, das war verdient. Ja, verdient. Ach, geil. Jetzt müsste J.K. Rowling dran sein, genau. Ah, ja. Also, hat mir wirklich gut gefallen. Richtig gut, ja. Was hat mir denn wirklich gut gefallen? Mal los. Nochmal umentschieden. Du warst professionell. Nochmal umentschieden. Na gut. Übst du heimlich oder warum bist du halt so schnell? Was? Ne, üben. Ich bitte dich. Unzusammenhängenden Quatsch erzählen, das machen wir eine ganze Zeit auf Arbeit. Ach, stimmt, mein Tag, hast du recht. Okay, also, was hat mir richtig gut gefallen? Richtig, richtig gut, ja. Tote Babys. Der Klassiker. Okay. Der Klassiker, ja. Außerdem Tripper. Gefällt mir mega gut. Was findest du daran so gut? An Tripper oder an pansexuellen Orgien? Weil, ja, such dir was aus. Das eine weiß ich gar nicht, was es ist. Was, pansexuelle Orgien? Ja, muss ich so mal zugeben, dass ich da bin. Pansexuell heißt, du hast kein Interesse an Sex, deswegen ist es... Das war mir wieder klar, dass du das weißt. Warum? Warum weißt du das? Aber dann macht das ja gar keinen Sinn. Ja, deswegen. Okay. Und das ist auch... einer Linie Koks vom Penis des besten Freundes ziehen. Das ist wahre Freundschaft, ja. Das ist wahre Freundschaft. Und am Ende sind noch andere weiße Sachen dabei, von denen du denkst, es wäre das. Das ist aber dann. Du meinst, dass du da noch gespielt hast, ne? Ja. Ja. Ja, oder ganz andere Sachen. Sein. Sorry. Ja, ist gut durchgemischt. Ich glaube, wir kommen über die 20 Minuten. Demonstrativ auf die Uhr geguckt. Andersrum, also pansexuell, lässt man keine. Man nach jedem Geschlecht. Was? Du bist ein bisschen abgehakt heute. Ja, okay. Pansexualität ist quasi das andersrum, als wenn man jedes Geschlecht oder jedes Gender liebt. Nicht eins. Ach so, also eine ultimative Orgie. Ja. Ja. Was würde ich 10 afrikanische Waisenkinder mit meinen bloßen Händen töten? Was ist mir so viel? Oh. Ja. Oder nee. Tada! Ja. Bestgekitte Kindergartenkinder würde ich 10 afrikanische Waisenkinder mit bloßen Händen töten. Das ist am Austausch. Der hat dauert. Deutschland beim ESC würde ich 10 afrikanische Waisenkinder mit bloßen Händen töten. Ah, das ist nicht so. Das ist ja bald wieder, oder? Für Brazilian Waxing würde ich 10 afrikanische Waisenkinder. Was ist da so besonders? Weiß das jemand? Brazilian Waxing, das ist glaube ich einfach nur Wachsen halt. Mit so Heißwachs. Das ist gleich Brazilian? No. Keine Ahnung. Oder einfach mit der Hand abgerissen, so. Das ist Brazilian Waxing. Ohne Wachs quasi.
Aber es und dann mal gucken, ob die Haare oder die Haut von der Hand hängen bleiben. Ja, genau. Aber es geht einfach nur um den Bereich, der gewächst wird. Und das ist nämlich der Intimbereich. Bei mir. Und wieder ist es was, was er wusste. Ja, das ist unglaublich. Ja. Er ist heute nicht in der besten Verfassung, der Dead Wolf, aber er hält sich bis jetzt ganz gut. Oh, und was würde ich jetzt noch tauschen? Totenwaisenkind. Kampf von Adam mit dem üppigen Männerbusen. Ja. Auf meinen üppigen Männerbusen. Oh je. Selbstgeschrieben. Ja, ja, selbstgeschrieben. Und das Brasilien-Wechsel war auch selbstgeschrieben. Deswegen hat es das so schön ich erklärt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich endete in der Notaufnahme mit in meinem Arsch. Was hatte ich denn im Arsch? In der Notaufnahme. Vielleicht ein zweites Arsch noch. Ich bin gespannt. Es wird wieder vernichtend sein. So, na dann aber. Weswegen bin ich denn in der Notaufnahme geendet? Nein, Moment. Mit was bin ich in der Notaufnahme geendet? Neon-Nazis. Die im Dunkeln leuchten. Neon-Nazis. Ich hab's kurz gedacht, das ist verschrieben auch. Nice, ja, vor allem wenn es im Arsch steckt. Schön. Dein Vater, der sehr viel Vertrauen in dich steckt. Oh, das ist bestimmt selbst geschrieben, das hat irgendwer selbst geschrieben. John F. Kennedy. Ja. Gut. Ladehemmung. Ladehemmung? Das verstehe ich nicht. Na, vielleicht. Na, wahrscheinlich eher so, wenn man dann muss und dann ging's nicht. Halt. Hm. Der Stuhlgang stehen geblieben. Wie bei. Wie bei. Dings bei Scary Movie. Er ist einfach stehen geblieben! Aber ich schwanke zwischen den ersten beiden. Aber was könnte man davon denn nehmen? Das ist beides sehr cool. Ach komm, ich nehm die Neon-Nazis. Das ist doch nicht cool. Ja. Yeah. War nicht sehr schlimm, meinst du? Nein, das war nicht sehr schlimm. Abrax. Ich bin verstört. Cool, ja. War's trotzdem. Punkt, Punkt, Punkt. Ist das, was Frauen wollen? Instant. Was wollen denn Frauen? Gucken wir mal. Meine Vagina ist das, was Frauen wollen. Ich wusste es. Ja. Easy, ich wusste es. Einen Mönch das Witzen beibringen, ist das, was Frauen wollen. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ebenfalls ein Bild. Okay. Ja. Nein. Der Begriff! Ich stelle mir immer den Typ vor, der sich das ausdenkt. Wie er da sitzt und nie ist dem ich mal sowas ein. Ja. Oh, wie gut. Ah, nee. Dieses Spiel. Tatsächlich passt, glaube ich, das am besten. Oh! Oh, ja. Und ich dachte, jetzt setze ich das GIF endlich mal ein. Wenn man gewusst hätte, was ich bin. Tja, wenn man es gewusst hätte. Ja.
Wie sagte einst ein amerikanischer Präsident? Americans first. Punkt, Punkt, second. Yes, we can. Mhm. Oder auf Deutsch? Ja, das können wir machen! Nein, mach einfach wieder mal schauen. So, dann schauen wir mal an, was der amerikanische Präsident so alles gesagt hat. America first, die deutschen Kolonien zurück second. Aber ich glaube, das ist ein amerikanischer Präsident, braucht es nicht. Und zwei. Den nicht. Aber ich muss jetzt aber nicht umschreiben. Das Schicksal des deutschen Volkes. Ja. Das Schicksal des deutschen Volkes! Das hat man. Das kannst du gut. Das hast du immer gelernt. Okay, ja, Donald Trump zu mit seinem Schlaganfall lächeln. Da ist wieder dieses GIF, das ich da wieder im Kopf habe. Ja. Aber Name falsch geschrieben, hätte noch fest, hätte drunter stehen müssen. Ach ja, genau, stimmt. Aber bei Starbucks haben die das gar nicht gemacht. Bei mir, aber ich war einmal bei Starbucks, das war mit euch. Aber tja, das hat gar keiner gemacht. Ist mein Traum zerplatzt irgendwie? Nee. Das ist doch eigentlich das, was Starbucks ausmacht. Ja, ne, ich war halt. Vielleicht hat sie stattdessen die Nummer drauf geschrieben und ich war nur enttäuscht, dass mein Name nicht draufsteht. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre, ja, typisch. War das jetzt ihre Telefonnummer oder was war das jetzt? Keine Ahnung, nee, nix halt. War einfach ein normaler Kaffee. Nur teurer. Das ist relativ. Ja! Hui. Mein Starbucks-Kaffee hat so gut gepasst wegen Amerika und so. Aber die gibt's doch überall. Ich kann dich erklären, wenn du keine Punkte bekommen hast, dann war es nicht gut genug. Also, Adolf Hitler's hier um. Bist du? Wollt ihr das nehmen oder nicht? Ja. Okay. Dann macht mal. Easy, was ist da los? Eingeschlafen. Warte. Ach, eine Karte oder so. Ich glaube, ich muss. Obwohl, später. Wir warten. Kann jemand mal so Wartemusik einspielen? Das wäre jetzt gut. Also wenn ich mir das merke bis zum Schneiden, dann genau hier an dieser Marke. Ja, stimmt. Sehr voll cool. Wir würden aber auch nicht tippen. Ja. Okay. Tippst du mit deinen Gedanken irgendwie, oder? Und dann. Mann. Immer schreibe ich es falsch. Wir haben es geschafft. Also. Zeig mir so eine Mühe jetzt. Adolf Hitler ist hier oben. Coin Master zu werden. Ist der Trend, ja. Ja. Folgt dem Trend. Außerdem ist er hier oben.
die kolumbianische Müsli-Mafia zu vernichten und endlich seine eigenen Kollegs weiße Flocke auf den Markt zu bringen. Kollegs. Kollegen. Herr Lux, meine Güte, das nehme ich mal nicht. Schlecht. Okay. Das ist bestimmt das Selbstgeschriebene von Gysi. Ja, klar. Was mein Sohn mich hier gerade ein Kissen in den Kopf bekommen hat. Also, Ich habe immer gesagt, ihr sollt in verschiedenen Zimmern spielen. Was? In unterschiedlichen Zimmern wäre wahrscheinlich nicht gefallen. Tja. So, des Weiteren ist Adolf Hitler hier, so, Image. Den Braunbären aus Darmstadt zu befreien. Ach, hier? Ne? Ja. Was? Okay. Er will kacken. Ach so. Ja, was nehmen wir denn? Das passt ja gut. Wie den Obama ins Weiße Haus zu bringen, da habe ich am Anfang so lange drüber überlegt. Ein Bild. Was damit gemeint ist. Ein Bild. Jedes Thema deiner. Du bist nicht dran. Ich weiß schon wieder. Ein Liebesleben in einer Karte. Und, ja, jetzt würde ich gerade fragen, und sonst so? Natürlich, ja, was? Mal sehen, was mein Liebe. Nichts, ich hab keins. Der Karte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Braun als Anscher AfD-Wähler. Und in der Dusche gehabt haben und jetzt nicht mehr Regen geil werden. Okay. Mal gucken, was ist. Nicht schlecht. Ja. Ach, Mann. Och. Okay. Was? Wo geht das denn? Das war doch krass. Das damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Achso. Wenn nicht wir Deutschen, dann wird irgendwas den nächsten Weltkrieg beginnen. Nicht gewinnen. Beginnen. Ich meine, wir haben schon genug begonnen, also das. Na, dann bin ich mal gespannt. Vier Leute haben gewählt. Vier Antworten gibt's. Was wird den nächsten Weltkrieg beginnen? Marlene Mortlers wasserdichte Argumente werden den nächsten Weltkrieg auslösen. Ich kenne die nicht mal. Kennt die wer? Das war ja genau. Dann machen wir erstmal weiter. Putzen, kochen, blasen und die Fresse halten. Wird den nächsten Weltkrieg beginnen. Hm, was? Ach, das ist die Drogenbeauftragte. Hast du gegoogelt? Ah, der Google-Beauftragte, sehr gut. Nein. Dicker, ich hab den Namen irgendwo, das ist die. Drogen sind illegal, weil sie illegal sind. Ach, die ist das? Ja, das ist die.
Ja, das, dann könnte es schon wieder sein. Wasserdichte Argumente, ja, okay. Die Pina Colada Armada. Hä? Sind das die hier, die Saufi erfunden haben, oder? Nee, Holzi. Holzi, ja, Holzi und Saufi. Michael Wendler. Das ist irgendwie alles nicht so. Was war denn los mit euch? Ich ging auf viel. Ach so, ja. Also nicht beginnen, aber auslösen. Wenn er mir weiter auf den Sack geht. Aber wir können dann immer noch alle sagen, egal. Boah, das war jetzt gruselig. Das war jetzt gruselig in der Facecam, das mache ich nicht nochmal. Nehmen wir das? Ja, also können. Ja, ich hätte da was. Zwei was sogar. Na gut. Bam. Egal. Aber wir müssen J.K. Rowling aber mal einen Punkt zusagen, jetzt so langsam, Leute. Vielleicht kriege ich das sogar... Na gut, nachher. Also. Dann muss es sich langsam mal anstrengen. Ja. Das mit nur Scheiß kommt. Käse über Carbonara deine Mutter. Na, ja. Brauchen wir aber viel Käse. Ah! Butch. Mit Schorf und Eiter kann man sogar blutige Menstruation essen. Mm. Gibt wieder gutes Kopfkino. Okay. Mit weißer Schokolade überbacken kann man sogar das N-Wort essen. Was ist denn das N-Wort? Ja, was war nochmal das N-Wort? Nutella. Ja. Danke. Gleiche Farbe. Ja. Oh, hier ist eine Fliege. Eine fliegende Ameise. Oder mit Sepp-Kreuz-Sticker für seinen neuen Camaro-Schenken kann man sogar bissige Gänse essen. Aber mal ganz ehrlich, wer von euch hat mit den blutigen Menstruationen jetzt Erfahrung und weiß das? Das werden wir ja gleich sehen, ne? Ja. Oh. Laura, hast du es nicht kommen sehen? Nein. That's what he said. Ich dachte eher, das ist so Porno. Ich bin vielseitig. Nicht so. Da kommt immer was Neues. Du bist auf nichts vorbereitet. Dabei können wir die Karte spielen. Ach hier, Jumbo wieder. Der Sinnlose. Schreiner heißt der mit Nachnamen, wusste ich gar nicht. Ja. Ja, schon was, aber das ist jetzt nicht so bombig halt. Müsst ihr dann wissen. Hm. Egal. Okay. Mist. Zum Schreiner. Die dritte Sau heute. Vier Gerichte. Vier leckere Gerichte. Bleib
Fackel, oder was? Muss wissen. So, Schumbo Schreiner, die fette Sau probiert heute sein erstes Gericht und das ist Anime-Weiber, die eigentlich nur aus zwei Titten bestehen. Das sind sie wieder. Ja. Nee, das warst du. Als zweites probiert er heute. Oh, Show Image. Was? Kann man hier nicht klar lesen, was drunter steht. Kannst auch nicht lesen. Little piece of crack. Oder so. Okay. Dann probiert er heute noch Hundherpes garantiert mit Schamlippen, Krampelpilz an Menstruationsspiegel. Nee. Alter. Okay. So, und das letzte. Ein Brotschot. Natürlich. Ah. Was nehmen wir denn da? Ach komm. Ja! Sehr gut. Da habe ich mir ein neues Gericht ausgedacht, ja. Aber ich wusste, dass das von Deadwolf kommt, aber wo hast du plötzlich das GIF her gehabt? Hast du das schon zurechtgelegt? Kann man sich einfach basteln. Mit einem Giffy und dann. So schnell oder was? So mal schnell jetzt live? Ja, ganz. Auch guck. Guck an. Da hat er gewonnen, das Steve. Ja, da hat er einfach gewonnen. Ja, tut mir leid. Und vor allem noch mit so einer grandios selbstgeschriebenen Karte. Da muss ich mir einfach mal selber auf die Schulter klopfen. Ich sollte ein Kochbuch rausbringen. Gut, dann kriege ich dich dafür jetzt. Was? Für immer gekickt, darf nicht mehr mitmachen. Also die nächsten Folgen jetzt alleine, nur mit mir. Wie lange haben wir gebraucht? Halbe Stunde. 30. Ja, ne, das ist immer doch gut. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir dann beim nächsten Mal machen. Vielleicht machen wir dann mal Scribblio oder so. Dann muss man mal schauen. Wir wollten mal immer so ein paar kleine Online-Spiele spielen zusammen. Wenn das klappt. Wenn Gysi einen ordentlichen PC hat, schaffen wir auch vielleicht mal ordentliche Spiele zu spielen. Dann schauen wir mal. Was? Online-Spiele kann ich doch mitspielen. Nee, ich meine jetzt auch so Sachen hier zum Runterladen, hier solche Steam-Spiele, sowas. So Simulatoren-Games, das macht voll Spaß! Oder so halt, irgendwie müssen wir mal schauen. Ist mal so ein Versuch jetzt quasi gewesen, so diese Runde. Und schauen wir mal, was da in Zukunft kommen wird. Die Rubrik Let's Play Together. Mit dieser Runde hier, normalerweise kommt da noch meine Cousine dazu, wenn sie dann irgendwann mal wieder Zeit hat, hoffentlich. Und dann schauen wir mal. Oh. Leute. Auf jeden Fall verabschieden wir uns erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Euer Steve Lehler. Ciao.